Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin eure Kotelett-Stanze und wir stanzen hier heute mal wieder Kotelett, möglicherweise in dem Lager, das wir hier von Aria geschenkt bekommen haben. Ich denke mal, das ist so eine kleine Mission auf einer Außenwelt, auf der wir ja so ein bisschen Loot bekommen, nachdem wir uns dort den Weg freigeschossen haben. Das werden wir gleich natürlich rausfinden. Wollen wir mal gucken, ob wir hier im Tagebuch etwas dazu finden. Das Schmuggellager von Eclipse. So, das ist auf Darata Faya-System. Sanduhr. Ob ich mir das merken kann, keine Ahnung. Ach so, ich werde hier an der Stelle mal speichern. Spiel speichern. Jawohl. Habe ich länger nicht gemacht. Normandie. Das kann ich überspringen an der Stelle, habe ich letztes Mal vergessen. Rauchen ist schlecht für eure Gesundheit, Kinder, nicht nachmachen. Ich muss mir das auch noch ganz dringend abgewöhnen. Toi, 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 dass mir das eines Tages gelingt. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Was? Jetzt bin ich gerade losgegangen, um mal zu gucken, was es Neues gibt. Alles klar. So, im Sanduhrnebel. So, erstmal gehen wir hier hin. Kaufen Treibstoff und Sonden. Keine Ahnung, was das kostet. Omega-4-Portal. Massenportal. Massensprung. Ei, guckt euch das an. Oh, den Kroganer rekrutieren. Meine Güte. Zaid helfen. Die Meisterdiebin hier unten im Serpent-Nebel. Das wird cool. Das machen wir auch zeitnah. Wir gehen jetzt erstmal hier hinten in den Sanduhrnebel. Oh cool, zum Glück habe ich hier mal reingeguckt. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir schon sowas machen können. Jetzt müssen wir... Ne, Treibstoff und so müssen wir hier gar nicht kaufen. Offensichtlich geht das auch so. So, wir wollen hier hinten die Schmuggelfracht sicherstellen. Oh, das ist ganz schön weit. Ich hoffe, das lohnt sich. So, wo haben wir denn hier Planeten? Ich fange mal mit dem Kleinen hier an. Okay. Ja, ein bisschen Farm. Ich hatte eigentlich gesagt, das werde ich größtenteils rausschneiden, aber ich lasse das jetzt erstmal noch drin. Wenn es Überhand nimmt, dann würde ich... würde ich mir überlegen, ob ich das dann irgendwann sein lasse. Oh, das ist eine schöne Stelle. Element Zero übrigens, habt ihr sicherlich auch schon gemerkt, das gibt es nur auf ganz wenigen Planeten. Da muss ich dann später ganz genau alles abfarmen, weil davon bekommt man immer sehr, sehr wenig. Sonde unterwegs. Das ist sehr selten. So, jetzt ist die Auslastung noch gut. Einen schönen Drop will ich hier noch haben. Na, dafür, dass das gut ist, sehe ich hier aber nichts mehr. Ah, hier unten. Starte Sonde. Oh, da haben wir noch ein dickes Nest. Okay, jetzt sind wir auf Mittel. Das soll jetzt an der Stelle erstmal reichen. Fliegen wir mal zu dem Roten. Machen wir mal von außen nach innen. Ich will einfach überall schon mal reingeguckt haben. Okay, auch hier hoch. Ich guck mal eben, was es hier gibt. Ja, das nehmen wir mit. Das brauchen wir momentan nicht. Davon nehmen wir noch ein bisschen was mit.
bisschen Platin wäre nicht schlecht. Aber auch das nehmen wir natürlich gerne. Okay, soll an der Stelle erstmal auch genügen. Wie gesagt, später natürlich mehr davon. Ja, da können wir direkt mal einen hinknallen. Ich versuche jetzt einfach mal da so ein Teil zu droppen, aber ich fürchte... Ich weiß nicht, ob es eine Begrenzung gibt und wir irgendwann das nicht mehr mitnehmen können. Weil wir haben jetzt schon so viel von dem Zeug da. Starte Sonde. Palladium auch genannt, aber offensichtlich geht das noch weiter. Ui, hier gibt es nochmal Iridium. Das ist ein schöner Ausschlag. Sonde unterwegs. Okay. Soll genügen. Dann gucken wir uns nochmal den Dicken hier an. Scanner starten. Ja. Hier gibt's, ja, das ist ganz gut. Sonde gestartet. Gibt irgendwie meistens nur diese beiden, also Iridium und Palladium scheint es irgendwie am meisten zu geben. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen Platin. Ah, ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen Platin, dann könnten wir uns nämlich die nächste Schiffsverbesserung kaufen. 15.000 brauchten wir, das ist okay. Hauen wir hier mal wieder ab. Und dann haben wir hier noch einen. Ja. Ich will euch ja jetzt auch nicht langweilen damit. Dich habe ich auch noch nicht, ne? Genau. Ich versuche nur das System auf 100% zu bringen. Jetzt, wo wir gerade schon mal da sind, also mit 100% meine ich, dass wir das 100% erforscht haben. Sprich, dass wir auf jedem Planeten schon mal gewesen sind. So, weg hier. Und jetzt endlich, ich weiß, ihr wartet schon, die Mission. Oh, guckt mal hier, da gibt es Element Zero. Geil. Uiuiui. Sonde unterwegs. Jetzt frage ich mich natürlich als nächstes und ihr euch möglicherweise auch. Ich habe noch 4 Sonden. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Ich frage mich gerade, wo hier das Lager ist. Ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass wir hier, na, ihr wisst schon, so einen Außenposten finden. Aber es wird nichts angezeigt. So, gibt's hier nochmal... Ja, da knattert's richtig. Okay, jetzt habe ich... Ach, landen wir einfach mal. Das habe ich gar nicht gesehen, dass wir hier auch landen können. Wir müssen das Ding gar nicht finden. Ach, Kinder, so viel Gequatsche um nix. So ist das Leben. So, ich möchte gerne... wen nehme ich denn jetzt mal mit? Said werden wir hinzufügen und... Nee. Die beiden werden wir mitnehmen. So, Said müssen wir nämlich noch ein bisschen besser machen. Bevor wir dann seine Mission angehen. Ja, beenden. So. Wow.
Action! Oh, das sieht nicht gut aus. Aber ich habe ja zum Glück Feuer dabei. Die komischen Roboter, die haben ja immer Panzerung. Und Panzerung bekämpft man hier am besten mit Feuer. So, du hast ein Sturmgewehr. Du hast auch ein Sturmgewehr. Du machst mal die Munition. Ich selber muss mit Brand die Schilder runterschießen. So, alles klar. Halt, erstmal umgucken, ob wir hier irgendein Geheimnis haben. Die Entwickler, die haben ja hier manchmal die Kisten an die komischsten Orte gepackt. Ah, da haben wir die Schüssel, das sieht ja cool aus. Was ist denn das für ein Geräusch? Das verspricht heiter zu werden. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Sichern und laden. Und ich selber gehe auch hier hin. Boah, shit, da bin ich nicht mehr in Deckung gekommen. War ein bisschen knapp. Sauber. Mit Vergnügen. Wisst ihr was? Nehmen wir mal den dicken Oschi. Kann ich auch. So, jetzt brauchen wir mal wieder Brand. Deckung! Haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der andere nicht von der Seite kam. Ich gehe jetzt runter! Wäre cool, wenn ihr mal ein bisschen schneller machen würdet. Granatenwerfer. Bin mir... Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir unsicher, ob ich den treffe. Aber ich treffe ihn. Das geht gleich hoch. Okay, der war eben am Boden. Den musste ich jetzt aber auch nicht unbedingt ausschalten. So, große Frage ist, was haben wir jetzt? Verbleibende intakte Kisten. Ach so. Ich nehme mal an, die Max haben hier diese Kisten kaputt gemacht. Und jetzt haben wir nur noch 5 verbleibende intakte Kisten von 20. Kann ich das neu starten? Nee. Wisst ihr was? Da haben wir einfach Pech gehabt. Das ist okay. Ich habe nicht darauf geachtet, dass das hier nach Zeit geht, sozusagen. Zerbrechliche Kiste, ja. Okay. Da hätte ich natürlich ein bisschen achtsamer sein müssen eben gerade. Dann hätten wir hier vermutlich mehr Loot bekommen. Wehe, einer von euch fest nochmal die Kisten da an. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir nichts. Ja, die Max, die sind losgelaufen und haben quasi die Kisten kaputt gemacht. Okay, halten Sie F gedrückt. Weggehen. Das war's. Nächstes Mal bei so einer Mission werden wir uns natürlich ein bisschen beeilen, damit wir nicht nur mit einem Viertel Beute hier rausgehen.
Aber immerhin haben wir ein bisschen was bekommen. Schön. Es lädt und lädt und lädt. Mann, dauert das lange. Ich habe das Spiel auf einer SSD und trotzdem lädt er hier sich ein Wolf. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Alles klar, Schätzelein. Gute Arbeit. Wir wussten, dass die wertvolle Fracht versteckte. Okay. Als gelesen markieren. Das haben wir letztes Mal schon gelesen und das auch. So, heißt, wir haben ja das letzte Mal rausgefunden, dass wir hier allerlei coole Sachen machen können. Wie kommt man denn hier weg? Bitteschön. Da vielleicht. Massenportal und die Gefangene rekrutieren. Die Gefangene, die kann von mir aus da eigentlich vergammeln, weil ich mag die überhaupt nicht. Aber Action. Wir werden das natürlich trotzdem mal angehen. Also, die Purgatory, Eigentum der berüchtigten Söldnergruppe Blue Suns, war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Bla 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 bla. Wir starten das Ganze einfach mal an. Das wird hier auf jeden Fall ein Knaller, kann ich euch sagen. Lad, 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 lad. So, wen nehmen wir denn da mit? Auf jeden Fall. Entschuldigung. Auf jeden Fall ihn mit dem Sturmgewehr. Nee. Du hast ja auch ein Sturmgewehr. Und dann nehmen wir mal den. Ihn hier noch mit. Nee. Nehmen wir mal den Doktor mit. So, da können wir nämlich hier mal wieder ein bisschen Punkte ausgeben. Dann wollen wir mal gucken, ob das hinhaut. Na, da werden wir schon erwartet. Ich kann kein Waffenmenü aufmachen. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirill. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Waffen abgeben, glaub es hackt, ey. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Okay.
Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Perlaran und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten? Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Also eine Art Schutzgelderpressung. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute. Und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Ich nehme an, es gibt kaum Ausbruchsversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Dem Supermax-Flügel? Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das hier zu einer riesen Schießerei ausarten wird. Ja, wollen wir mal gucken. Was sagt denn der Tacho? Ja. Kann ich etwas für Sie tun? Es gibt keine Entschuldigung dafür, einen Gefangenen zu schlagen, der sich nicht wehren kann. Das ist eine sanfte Massage, verglichen mit dem, was seine Opfer durchmachen mussten. Das erniedrigt Sie ebenso wie ihn. Wir haben Befehle. Sind Sie nicht wichtig genug, um eigene Entscheidungen zu treffen? Ich gebe zu, manchmal habe ich das alles satt. Erfahren wir dadurch wirklich etwas Nützliches? Hören Sie damit auf, in Ihrem eigenen Interesse. Ja, Sie haben recht. Lassen Sie ihn. Zumindest für den Moment. Sehr schön, 7 Punkte. Hey, hey Leute hier drüben. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wär's dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Das glaube ich dir. Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit Ihnen gehe ich nirgendwo hin. Aha. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben. Gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Ich dachte, das hier wäre ein Gefängnis und kein Markt. Manche Leute kaufen Gefangene, weil sie selbst mal jemanden bestrafen wollen, wenn sie verstehen. Der Direktor verkauft uns an jeden, der genug bezahlt. Warum wird dieser Gefangene verhört? Weiß er irgendwas? Nein, das ist Bimi. Der weiß überhaupt nichts. Gestern hat er in den Duschen einen umgelegt, glaube ich. Das Opfer war für den Direktor eine Menge Kohle wert. In Bimis Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Sie nehmen ihn ziemlich hart ran. Wird da nicht auch mal ein Gefangener versehentlich umgebracht? Davon habe ich noch nie gehört. Wenn wir tot sind, kann der Direktor kein Geld mehr mit uns verdienen. Eins ist witzig. Je mehr ein Wachmann prügelt, desto bösartiger wird er. Deshalb gibt's ein Rotationsverfahren. Tö. Warum wird dieser Gefangene verhört? Also, das ist Bimi. Ja, das hatten wir gerade. Das ist eine Menge Kohle wert. In Bimis Haut möchte ich jetzt... Weshalb sind Sie hier? Ich habe ein paar Leute umgelegt. Aber nur 20 oder so. Und ich habe einen Standort in die Luft gejagt. Kleinigkeiten im Vergleich zu den meisten anderen hier. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Das bringt uns hier, glaube ich, nicht weiter. Ich höre schon die Schreie in meinem Kopf. Hübsch, wirklich. Hm.
alles sehr atmosphärisch. Wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Okay. Gehen wir nochmal einen extra Weg hier lang. Oder wir kommen hier später wieder, das kann auch sein. Ich will nur nichts verpassen. Kennt er ja schon bereits. Das ist der Supermax-Flügel. Zutritt verboten. Zur Entlassungsstelle geht's zurück durch die Halle. Auf der rechten Seite. Ihr Paket wird nach Abschluss des Kryo-Auftauens dorthin gebracht. Na gut. Ganz schön große Ausmaße hier, finde ich. Für so ein Ding. Was ist denn das für eine Maschine? Sieht aus wie ein großer Kaffeeautomat. Man weiß es nicht. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller. Natürlich. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. So, liebe Leute, an der Stelle kleiner Cut und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Fets in Mass Effect 2 mit der Kotlet-Stanze. Bis dann.